Hallo, liebe Leute, zurück bei Travian 5. Ja, mir ist etwas richtig, richtig, richtig Dummes passiert. Ich habe Folge 3 und 4 aufgenommen und habe sie doch nicht aufgenommen. Das war natürlich extremst schlau von mir. Ich habe dann eine halbe Stunde erzählt und gemacht und getan. Und tja, Stand der Dinge ist, die Folgen habe ich nicht aufgenommen und habe trotzdem gespielt, sofern man denn sagen kann, dass ich hier großartig gespielt habe. Ihr seht auf jeden Fall, mein Charakter ist irgendwie tot. Warum auch immer. Die Wiederbelebung dauert 31 Minuten und offenbar, ich habe jetzt schon etliche Tage nicht mehr gespielt, funktioniert es nur, wenn man online ist. Naja, was ich davon jetzt halten soll, weiß ich auch nicht. Der Held hier im kurzen Höschen scheint ja sehr warm zu sein, hier in Gallien, ne? Nun gut, wir gucken mal auf die Quests. Kaserne, Belohnung abholen, aber ich habe nicht genug Platz im Rohstofflager. Jetzt muss ich auch mal gerade gucken, was ich alles noch machen muss. Rohstoffe abholen. Hole Rohstoffe aus deiner Oase ab. Eine Abholung kann nur von einem Top-5-Spieler durchgeführt werden. Alle Top-5-Spieler erhalten bei Abholung ihre in der Oase produzierten Rohstoffe. Bliblablub. Oase zuordnen. Abenteuer. Geh auf 5 Abenteuer, um zahlreiche Belohnungen zu erhalten. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt mal einfach was. Ne? Bauen ist nicht schlecht. Akademie. Verborgene. Im Moment habe ich nicht schon eine verborgene Schatzkammer. Ich dachte, ich hätte schon. Ach, das ist ein Fallensteller. Oder das hier ein bisschen aufbauen. Ja, ja, es ist alles noch ein bisschen konfus für mich. Ich bin noch nicht so richtig im Spiel drin. Auf jeden Fall in der Akademie werden wir so oder so früher oder später gebrauchen können. Dann bauen wir hier noch eine verborgene Schatzkammer. Tada! Die dauert allerdings über 30 Minuten. Das ist schon wieder sowas, wo ich jetzt schon direkt im Strahl kotzen könnte. Ich hasse das. Oh, guck mal, wie meine Ressourcen hier auch direkt gesunken sind. Das ist natürlich heftig, ne? Zack. Aber gut. Da sage ich nachher noch in der 4. Folge was zu. Tja. Was ist das denn hier? Ein ankommender Angriff. Kampfsimulator. Anzahl der Einheiten. Ja, genau. Ich sollte mal in der Kaserne auch ein bisschen was trainieren. Ne? Ach nee, das ist der Marktplatz. Wo ist denn die Kaserne nochmal? Hier. Kaserne. Wir müssen etwas trainieren. Wir haben hier nicht... Ich glaube, wir haben gar nichts mehr an Leuten. Ne? Hui! 700 würde mich das kosten. Das ist ein bisschen viel. Und wirklich viel kommt aber auch nicht rum, ne? Stimmvieh wird angegriffen. Oh, ausbilden. Wir machen hier auch noch was. Zack, zack. Moment, ich wollte gucken, wie der Stimmvieh angegriffen wird. Berichte. Killt Kaioshausen. Greift Oase an. Niederlage. Das NPC-Dorf ist vom Räuberversteck angegriffen worden. Na super. Besiege die Räuber im Königreich. Wo sind denn die bösen Räuber? Ach, hier oben. Ah, das Stimmvieh. Müssen wir den jetzt angreifen hier? Angriff! Ich habe ja gar keine Truppen. Doch hier, 4. Komm, machen wir mal. Ihr merkt, ich habe kein bisschen Ahnung, was ich hier mache. Ne? Ja, ich hatte auch schon in meiner letzten 4. Folge viel dazu gesagt. Zu dem Spiel hier, was ich davon halte und so. Aber ich werde da gleich noch ein paar Worte zu loslassen. So, können wir denn hier irgendwas hinschicken? Verkaufen. Keine Handelsangebote liegen vor. Ich habe keine Ahnung, was es alles bedeutet.
Rohstoffe, genau. Rohstoffe müssen wir auch ausbauen hier. Da war ich auch mit zugange. Jetzt ausbauen auf Stufe Dingenskirchen. Aber das dauert auch 30 Minuten. Ne? Seht ihr? Und wisst ihr, ich würde am liebsten jetzt schon was dazu sagen. Aber da könnt ihr euch in der vierten Folge drauf gefasst machen. Auf einen wahren Schwall an Worten, die ich zu diesem Spiel noch zu verlieren habe. Aber gut. Ich brauche auf jeden Fall mal mehr Weizen, weil hier steht immer noch minus 7. Überhaupt dauert das als ganz schön lange, bis das hier aufgebaut ist, ne? Lehm, Eisen, Getreidebilanz. Getreidebilanz, Bilanz, was? Bilanz? Minus 7. Einheiten. Bilde zusätzliche Einheiten aus. Du kannst Einheiten in einer Kaserne, deinem Stall oder der Werkstatt ausbilden. Dafür gibt es allerdings... Wie viel habe ich denn davon? Also können das 4 sein. Das heißt, noch 2 muss ich ausbilden. Dann bin ich eine richtig coole Sau. Das müsste auch hier... So. Und damit ist das geschafft. Yay! I'm the coolest man in the town. Baue die Akademie auf Stufe 5 aus. Ah. Eine Akademie ermöglicht mir die Erforschung neuer Einheiten. So, und in einer Oase muss ich Rohstoffe abholen. Habe ich denn überhaupt schon eine Oase besetzt? Ich meine, ich habe mal eine Oase angegriffen. Stimpfi, Stimpfi, alles ist hier vom Stimpfi-Boy. Ich wäre auch besser König geworden. Da kann man andere angreifen und so. So sammle ich Ressourcen und bin irgendwie hier so der Arsch vom Dienst ein bisschen. Natarendorf. Angriff! Ich habe niemanden zum Angreifen. Entfernung 4,47. Was? Zentimeter? Kilometer? Lichtjahre? Wahrscheinlich werden es Lichtjahre sein. So, noch 25 Minuten, bis wir wissen, ob das hier was gebracht hat. Also, naja, was soll ich dazu sagen? Wieso wird dieser Typ hier nicht wiederbelebt? Wie lange dauert denn das? Ich denke, da steht 31 Minuten. Aber hier tut sich überhaupt nichts. Komm schon. Ah, Premium-Währung ist hier das Gold, ne? Premium-Funktionen. Aktivieren 10 Goldstücke. 7 Tage lang. Na gut. Da ich eh nicht glaube, dass ich großartig das hier weiterspielen werde, werde ich mal Travian Plus machen. Okay, es ist aktiviert. Hallo? Warum geht denn das nicht? Ich brauche keinen Rohstoffbonus. Ach, ist doch blöd. Auktionen. Heilsalbe. Ich habe ja nichts, womit ich bieten kann. Kann man ja wohl dann mit Silber machen, nicht wahr? So, Stimpfi, Stremm. Was ist denn hier los? Volk German. Bevölkerung 72. Truppen schicken. 1,5 Stunden. Ich glaube, ich halte mich lieber davon fern.
Ich tue mal so, als hätte ich von nichts was mitbekommen. So, da kann ich natürlich auch keine hinschicken. Ich kann nur zurück nach Kild Kaioshausen. Und gucke mir das ganze Spielchen hier nochmal von nahem an. Gute Frau, was möchtest du denn? Hole Rohstoffe aus deiner Oase ab. Ach so, baue je ein Rohstofffeld auf Stufe 2. Alle auf 2. Oh. Dann ist Königreich 5 Abend. Durch die Einnahme von Heilsalben im Heldeninventar erhältst du Lebensenergie zurück. Ja, warum wird denn dieser Typ hier nicht wiederbelebt? Der Held ist tot. Warum funktioniert das nicht? Ich komme mir ein bisschen verarscht vor. Aussehen verändern. Nee, ich find's cool, wie ein Skelett auszusehen. Ist das hier buggy oder was? Ich möchte den Typen wiederbeleben. Tja, da tut sich irgendwie nichts, ne? Kurzes Abenteuer. Der Held ist tot. Was ist das auch für eine Wurst, hä? Dieser Held. Lässt sich da so eins auf den Deckel geben und das war's, oder was? Huch. Ich bin gezoomt. Ah ja, komm, wir zoomen nochmal ein bisschen. Der Wuji spielt übrigens auch hier, Travian, ne? Ich weiß nur nicht mehr, wo der abhängt. Hier, das ist doch mal cool hier. Verlassenes Tal. Huch. Hilfe! Kid Kaioshausen. Also was mir der Wuji auf jeden Fall gesagt hat, ich weiß jetzt, wo mein Dorf ist. Die Koordinaten sind 42-5, wie ihr hier oben sehen könnt. So. Also wenn mich mal jemand ausrauben will oder was weiß ich, was mit meinem Dorf machen will, ich sage euch, wo ihr es findet. So, Stumpfi macht auch irgendwie nicht besonders viel. Gibt es denn hier auch irgendwie große Königreiche? Was auch cool wäre, wenn man sich andere Städte und Dörfer angucken könnte, oder? Also jetzt so einfach mal so da reinspinksen. Die Festung Travian geben. Details, ja, sowas. Die Römer, das ist uninteressant. Oder? Karte zentrieren, nein. Nein. Wenn du dir die Stadt so als solches angucken könntest, das wäre cool. Nun gut. Wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Derjenige ist online. Derjenige. Gebäude im Bau. Baumeisteraufträge. Sofort fertigstellen. Ey, das funktioniert nicht hier mit den Münzen. Hab natürlich keine 50 Goldstücke. Es funktioniert nicht, die Münzen zu benutzen. Das ist ja bescheuert, oder? Na, klasse. Dabei ist das jetzt schon die Open Beta, ne? Ich meine, es ist immer noch eine Beta. Aber das ist ja eine wichtige Funktion, dass man... wie heißt es hier? Dieses Gold, diese Premium-Währung benutzen kann. Ich meine, darauf ist natürlich auch so ein Free-to-Play-Spiel aus, dass man die Premium-Währung schön ausgibt, ne? Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute, und dann gucken wir mal, was wir hier noch überhaupt machen können bei Good Old Travian 5 Kingdoms. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss!